WWV 18 handelt von Gottes Wort. Einmal wird sogar davon gesprochen, dass mein Seelenschatz ist Gottes Wort. Verlässlichkeit, Sicherheit, Klarheit. Die Kantate hat 5 Sätze, eine Sinfonia mit 4 Bratschen, Basso Continuo, 2 Blockflöten der Leipziger Fassung. In Weiwa wurde sie nur mit 4 Bratschen und Basso Continuo aufgeführt. Man könnte fast von einem brandenburgischen Konzert sprechen. Nummer 2 ist ein Rezitativ ohne akkordliche Begleitung des Orchesters, nur mit Cello, Fagott und Orgel und behandelt ein alttestamentliches Diktum von Jesaja, das der Kantate auch den Titel gegeben hat. Gott wünscht sich, dass sein Wort eine Wirkung hat, und zwar wieder Regen und der Schnee auf die Erde fällt und die Frucht wachsen lässt, dass das wieder zu ihm zurückkommt. Die Nummer 3 ist ein außergewöhnliches Stück Musik. Bis jetzt haben wir so etwas noch nie gehabt. Es ist eine Homilie vom Predigttext, dem Gleichnis des Sämanns. Einiges von seinen Samen geht auf den guten Boden, einiges geht auf den schlechten Boden, was das zu bedeuten hat. Nummer 4 ist diese erwähnte Arie, mein Seelenschatz ist Gottes Wort. Und nachher folgt dann ein großer Choral, der gleichsam einer Zusammenfassung sagt, ich glaube, ihr könnt euch auf das Wort Gottes verlassen, es ist eine gute Sache. Es wird euch vielleicht sogar wie dem Elias sein Wagen direkt dann in den Himmel tragen. Doch vorerst vielleicht zu diesem Jesaja-Wort. Wenn man ein passendes Wort aus dem Alten Testament auswählen möchte, das dann zum Predigttext passt, so wäre das wirklich die passende Lesung aus dem Alten Testament. Aus Jesaja 55 überliefert, dass Gott zum Volk spricht, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu essen, also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Also ein Wort von der Wirksamkeit des Wortes Gottes. Es ist nicht Schall und Rauch, sondern es wirkt, wozu es gesandt ist. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt. Die fallende Bewegung, die ist offensichtlich. Hören Sie doch aber den Akkord, den diese Töne bilden. Und Schnee vom Himmel fällt. Diesen Akkord, den haben wir schon so oft getroffen. Ich glaube, Sie wüssten wahrscheinlich sogar, was es ist. Ein verminderter Septakkord. Bach liebt diese Akkorde, aber er setzt sie bewusst ein. Halten wir das vielleicht fest in unserem Gedächtnis. Und nicht wieder dahin kommet, jetzt nicht Milesma, sondern feuchtet die Erde. Milesma? Eine Silbe, nämlich feuchtet mit vielen Noten. Feuchtet die Erde. Wie zeigt sich die Fruchtbarmachung? Durch einen Kanon. Der Bass singt und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Die Basso Continuo-Gruppe macht bim bari di da da. Dim, di, da, da, dim, ta, da, di. Nimmt diese Motive auf. Zusammen klingt das so. Und macht sie Frucht, und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Große Akkorde für ein großes Wort. Und eigentlich könnte man sagen, der Bass hier ist nicht etwa die Stimme Christi, sondern das ist die Vox Dei hier persönlich. Es soll nicht wieder leer zu mir kommen, fällt uns vielleicht auf. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen.
wieder Verminderung, wieder viel Chromatik. Sondern tun, das mir gefällt, und soll. Die Bassstimme imitiert in einer anderen Lage, auch in einem Kanon, Gottes Wort. Hören Sie, wie das zusammenklingt. Sondern tun, das mir gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich sende. Feierlich in dunklem Moll. Und dann kommt das Rezitativ von Nummer 3, eine wundervolle Homilie. Ja, das wäre jetzt eigentlich die Predigt über dieses Gleichnis. Der Text ist von Ebert Erdmann Neumeister verfasst, einem Pfarrer. Er hat eine ganze Reihe von Kantatentexten geschrieben, die dann von Georg Philipp Telemann vertont worden sind. Telemann hat offensichtlich Erdmann sehr geschätzt und hat von ihm gesagt, er sei der berühmteste und einzig gute Poet in geistlichen Sachen. Sei dem, wem wolle, sympathisch dünkt mich, dass Neumeister sehr begeistert war von Johann Sebastian Bach. Und er hätte ihn unbedingt auch nach Hamburg gewinnen wollen. Er war dort Hauptpastor an der St. Jakobikirche. Aber seine Bemühungen zerschlugen sich am Widerstand der Gemeindevertreter. Die wollten nämlich unbedingt an dem Brauch festhalten, auch im Fall Johann Sebastian Bach, dass eine Zahlung an die Kirchenkasse geleistet werden müsse. Da hat er sich dann gerächt in einer Weihnachtspredigt, in der von der Engelmusik, der bei der Geburt Christi handelte, führte er eine zornige Bemerkung ein. Er glaube ganz gewiss, wenn auch einer von den Engeln aus Bethlehem käme, der göttlich spielen könnte und wollte Organist werden in St. Jakobi, hätte aber kein Geld, so müsste er sofort wieder davonfliegen. Ja. Im Gleichnis ist zuerst von den Samen die Rede, die daneben gehen, auf den Weg und auf den harten Boden und unter die Dornen. Und erst am Schluss heißt es dann von dem guten Boden, wo die Saat aufgeht. In der Predigt fängt der Prediger mit dem guten Teil an, nämlich mit der Saat, die auf den guten Boden fällt. Und die Frage, die sich ja dem Hörer sofort stellen muss, ist, welchem Boden gleiche ich? Oder anders gefragt, wo möchte ich sein? Und in dem ersten Teil dieser Arie wird das nun entfaltet. Es ist ein Accompagnato, das heißt, die vier Bratschen bilden einen Akkord. In der Leipziger Fassung hören wir dann die beiden oberen Bratschen noch mit einem Vierfuß versehen, also die Oktavlage durch die beiden Blockflöten gespielt, was einen silbernen Glanz dazu gibt. Und der Tenor, der fühlt sich im Elysium, er möchte hier sein. Mein Gott, hier wird mein Herz sein, ich öffne dir's in meines Jesu Namen. Arkadien, Gottes Wort als Arkadien. Wie stellt das Bach dar? Ein kleines Detail. Hören Sie die Oberstimme, ich singe sie. Na, 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 na. Wie ein Choral. Er singt weiter. So streue deinen Samen als in ein gutes Land hinein. Mein Gott, hier wird mein Herz sein. Seligkeit. Die Instrumente sind auch dabei, zum Beispiel bei dieser Stelle. Auch sie singen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, hier
ein Dialog zwischen der ersten Bratsche, der ersten Flöte und dem Tenorsänger. Er bittet weiter: Lass solche Frucht und hundertfältig bringen. Sie hören die zweite Bratsche, eine bittende Figur, und der Sänger singt in einer großen Oktave: O Herr, Herr, hilf, O Herr, lass wohl gelingen. Das ist ja ein bekanntes Zitat aus der Bibel. Ja, ist aus einem Psalm, wörtlich zitiert, Psalm 118. Jetzt geht's aber ganz anders weiter. Du wollest deinen Geist und Kraft in Worte geben. Erbarm dich, lieber Herre Gott. Klingt ganz katholisch, oder? Ja, das ist keine Schande. Es ist eine Litanei, die Luther ins Deutsche übersetzt hat. Litanei ist ein Wechselgebet zwischen einem Vorbeter und der Gemeinde, oder in unserem Fall also zwischen einem Vorsänger und dem Chor. Und Luther hat für diesen evangelischen Zweck, wenn man das so sagen will, eine solche Litanei ins Deutsche übersetzt. Wenn wir zum zweiten Teil nun gehen, da kommt das Stück, wo einige Samen eben auf den Trampelweg geraten. Beim Acker gibt's da, haben Leute eine Abkürzung gemacht, und da fällt halt einiger Same dorthin und die Vögel fressen das auf. Was soll das bedeuten? Die allegorische Erklärung sagt, jetzt haben Leute das gehört, aber gleich wieder vergessen. Wie es uns auch so geht, wir hören am Radio die Wetterprognose, und wenn die Nachrichten fertig sind, wissen wir schon nicht mehr, was jetzt eigentlich gesagt worden ist. Hier aber wird gesagt, da ist der Teufel im Spiel, der frisst dieses Wort sofort wieder weg, das gehört worden ist. Man könnte eine Dissertation schreiben, Bach und die Vertonung des Teufels. Jedes Mal ein bisschen anders. Hier zum Beispiel klingt das so. Nur wiere, treuer Vater, wiere, dass mich und keinen Christen nicht des Teufels Trug, des Teufels Trug, des Teufels Trug verkehre. Ich möchte Ihnen ein bisschen Bachs Teufelsbild nahebringen. Buchstabe F auf meinem gelehrten Blatt. Da sehen Sie den Teufel dort versteckt in der Mittelstimme. Des Teufels Tritonus, das ist eben das Intervall, das diabolische Intervall. Selbstverständlich in der Bassgruppe gleich nochmals ein Tritonus. Und dann noch einer. Das heißt, des Teufels Trug. Und jetzt kommt ganz eine schöne Stelle, da singt der Teufel des Teufels. Das klingt doch, fast wie la da 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 da. Ja, natürlich, in der Wollust ist der Teufel sicher auch irgendwie beteiligt. Denken Sie nur ans Gretchen und Herr Faust etc. Nun, was passiert musikalisch? Wir hören des harmlose Akkorde A-Moll und C-Dur. Jetzt durch den Halbtonschritt kann sich der Teufel vom Wolf im Schafspelz in den eigentlichen Wolf verwandeln. Hören Sie doch die Wirkung. Des Teufels Trug. Jetzt kommt dieser Akkord. Sehr beliebt in der französischen Barockmusik. Haha, weiß nicht, was das bedeuten soll, aber er klingt wunderbar. Des Teufels Trug. Nun hier, offensichtlicher Neapolitaner. Also er kann sich verstecken, er kann die Schärfe zeigen, er kann sich elegant zeigen. Ich muss sagen, einem solchen Teufel würde ich durchaus gerne begegnen.
aber vielleicht doch nicht zu nahe treten, denn er hat eine böse Sache im Sinn. Wie zeigt das Bach? Sein Sinn ist ganz dahin gerichtet, uns deines Wortes zu berauben mit aller Seligkeit, mit aller Seligkeit. Das Berauben wird dargestellt, aber die Seligkeit, die verloren geht, eben auch. Jedes Detail, wie wir es uns gewohnt sind. Und wenn wir die Ohren offen haben und immer im Text sind und bei der Musik, dann werden wir ein inneres Bild bekommen. Wieder kommen die Sopranistinnen des Chores dazu und singen die Litanei mit dem komischen Text, den Satan unter unsere Füße treten. Das ist eine lange Geschichte. Sie fängt im Alten Testament bei der Vertreibung aus dem Paradies an, wo es heißt, dort ist die Schlange ja das Bild für den Teufel und die wird verflucht von Gott und muss zur Strafe auf den Bauch kriechen. Und da sagt Gott dann zu dieser Schlange, der Nachwuchs der Eva wird dir auf den Kopf treten und du wirst die Leute in die Ferse zwicken. Und bei Apostel Paulus gibt es dann die schöne Stelle im Römerbrief, wo er sagt, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zermalmen in Bälde. Und die Sopranistinnen singen dieses Wort. Den Satan unter unsere Füße treten. Der Chor dazu. Erhöre, lieber Herr Gott. Die Bassüberleitung ist wirklich beachtenswert. Das wäre eine normale Bach macht aber. Eine Tonleiter, die einen Halbton zu hoch geht und der Tenor kommt auf seiner höchsten Note. Ach, viel verleugnen Wort und Glauben und fallen ab wie faules Obst. Ja, hier ist an eine ernste Sache eigentlich gedacht. Man merkt, da kommen eben Gedanken, die der Evangelist einfließt, bereits aufgrund seiner Erfahrungen der ersten christlichen Gemeinde, nämlich der Verfolgung der Christen. Es gibt das, dass Leute in der ersten Begeisterung sich für den Glauben erwärmen und dann, wenn es kritisch wird, doch wieder abfallen. Und dass die Sache da vom faulen Obst auch ein Bild aus der Bibel, dass Jesus hat einmal gesagt, von einem schlechten Baum gibt es eben auch schlechte, eben faule Früchte. Und diejenigen, die nun wieder abfallen, sie stürzen sich ins Herzeleid. Es heißt im Brief, des zweiten Korintherbrief, die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes Maß hinausgehende unendliche Fülle an Herrlichkeit. Aber die ist eben offenbar sehr schnell verpasst. Die Verfolgung, auf die möchte ich noch hinweisen, wie Bach das gestaltet. Hören Sie doch zu. Die Basslinie hat eine kleine giftige Figur, die wie eine Lanze. Der arme Tenor wird gejagt. Der Tenor muss 32. dazu singen. Da muss er eine sehr schnelle Kehle haben und wird ständig von seinen Liegenoten weggedrängt. Ich spiele und singe es Ihnen etwas langsamer vor. Heute Abend werden Sie dann den Tenor mit heißhungriger Bassgruppe hinter seinen Versen dann rasen hören. Wenn Sie verfolgen, oh, 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 und ich singe ich lieber nicht weiter, ich spiele weiter. Ist das richtig gewesen? Das war falsch. Das war auch falsch.
merken Sie immer, auf den betonten Noten kommt eine Dissonanz. Ich mache es noch langsamer und Sie werden hören, was passiert. Wenn Sie verfolgt. Jetzt bin ich auf einer Dissonanz. Eine Quarte muss sich auflösen nach unten, aber sie löst sich nach oben auf. Na, 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 jetzt ruht er sich wieder aus. Wieder eine Quarte. Na, 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 wieder eine Quarte. Jetzt rasen sie gleichzeitig. Jetzt kommt diese Stelle. Wenn ich es langsam spiele, haben Sie fast den Eindruck, es sei falsch. Aber nein, das sind diese Bachschen Gewürze, diese Schraube, die er andrehen kann und die eigentlich genau auf dieses Verfolgen hingeht. Ein großer Klangmaler, Johann Sebastian. Nachher heißt's: So, so, so stürzen Sie in ew'ges Herzeleid. Natürlich nicht. Ew'ges Herzeleid, ein verminderter Trugschluss. Da sie ein zeitlich wie, selbstverständlich nicht. Sie ein zeitlich wie, wieder, also eine Kette von verminderten Septakkorden. Vermeiden. Und uns für des Türken und des Papsts grausamen Mord und Lästerungen wüten und toben. Ja, eine aktuelle Kantate, finden Sie nicht auch? Das war die Vorschau, vielleicht von dir, Konrad und mir, dass wir gedacht, Schnee ist ja auch da, oder? Und der Papst ist aktuell und dann kommt noch das Wort Mammon vor, auch nicht ganz unaktuell. Was hat's da mit diesem Papst zu tun? Ja, was also exotisch klingt, das spricht natürlich Erfahrungen an, die damals noch relativ aktuell waren. Die Türkengefahr. Sie standen 1683 vor Wien, also 2 Jahre bevor Johann Sebastian Bach auf die Welt kam. Und die Sache mit dem Papst, ich möchte jetzt nicht Benedikt dem 16. zu nahe treten und ihm das auch noch anlasten, aber es ist wirklich eine wüste Geschichte. Sie erinnert an die mit wirklich Grausamkeit durchgeführte Rekatholisierung Schlesiens. Die hat viele Evangelische zur Flucht gezwungen, damit sie ihr Leben retten konnten. Und zur Zeit, da Bach in Leipzig wirkte, waren viele aus der politischen und geistlichen Oberschicht, auch aus den Universitätsprofessoren, solche vertriebene Schlesier. Also das hat schon noch einen recht aktuellen Bezug gehabt damals, als das aufgeführt wurde. Sie haben vielleicht gehört, nebst diesen Tönen des rezitativischen, psalmodierenden Singens der Sopranistinnen, wüten in der Bassgruppe. Klingt doch fast wie ein Klavierkonzert von Edvard Grieg oder so. Bach auch hier sofort die Lust, etwas zu zeichnen. Und dann mit der nächsten Überleitung in eine schöne, gemütliche B-Tonart. Und da singt der Bass: Ein anderer sorgt nur für den Bauch. Ja. Wo stammen diese Worte her, Karl? Aus welcher Bibelstelle? Ja, da hat der Dichter das Gleichnis ein bisschen gar weit ausgeweitet. Es heißt nämlich im Gleichnis einfach, mit denen seien die gemeint, die entweder durch Sorgen oder durch Reichtum vom Glauben abgekommen seien. Die Gefahr des Reichtums dünkte ihn offenbar wichtiger und er hat dann das ausgemalt mit all diesen Dingen. Aber es ist ja wirklich die Frage, nochmals, wenn man das anschaut, der Same dort auf dem Acker, wir müssen wissen, es ist erst nachher gepflügt worden. Man hat Samen ausgestreut und nachher mit einem primitiven Pflug, mit dem konnte man nur so die Erde ein bisschen aufkratzen und den Samen notwürdig zudecken. Und da ist natürlich ein Teil Samen in einen Ort hingeraten, wo noch Wurzeln von altem Unkraut war und hat dann nachher die Saat erstickt. Aber
das Wort, das Jesus einmal gesagt hat, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber Schaden nimmt an seinem Leben. Der Dichter hat hier ein bisschen gar dick aufgetragen, nur an die fleischlichen Genüsse und Wohllüsten gedacht. Die Vertonung ist nicht irgendwie sehr moralisch. Ich denke, Bach genießt es ab und zu ein paar kleine Verminderte einzubauen, einen Neapolitaner zu nehmen und lässt den Sänger diese Stelle deklamatorisch vortragen. Wichtig erscheint ihm nachher dann eben diese Bibelstelle vielleicht zu sein, wo er dann auch Folgendes erklingen lässt. Die Welt in ihnen muss anstatt des Himmels stehen. Es hat etwas Bedauerndes, Trauriges. Darüber sie vom Himmel Ich singe nicht falsch, ich irre herum mit meiner Stimme. Und er lässt den Bass lange, lange irren. Ein erstes Mal, ein zweites Mal, einmal sogar auf diese Art und Weise. Ich empfinde sehr viel Empathie für den irrenden Menschen. Und am Schluss singen auch die Sopranistinnen dieser gewaltigen Nummer 3, die eben eine Homilie. Vielleicht könntest du unserem Publikum das Wort noch erklären. Ja, ist ein Fachausdruck für eine Art des Predigens, indem man nicht irgendeinen einzelnen Gedanken herausnimmt und den entfaltet, sondern dem Text entlang geht und Gedanken um Gedanken nacheinander auslegt und der Gemeinde erklärt. Und eben hier am Schluss lässt er sogar die Sopranistinnen singen. Alle Irrige und Verführte wiederbringen. Das 100. Schaf, das gesucht wird, wenn es verloren gegangen ist. Und es hört dann auf. Erhör uns, lieber Herr Gott. Dieses Stück ist für mich einzigartig in der Art und Weise, wie es etwas darstellt. Und es geht vom guten Boden aus und kehrt im Grunde genommen an den guten Boden wieder zurück, nämlich in der Arie 4, wo es heißt, fort mit allen, fort, nur fort, mein Seelenschatz ist Gottes Wort. Kannst du, Karl, uns einige Gedanken zu diesem Text, der Arie Nummer 4, sagen? Das könnte nun fast so etwas wie eine Antwort auf die gehörte Predigt sein, ob man das verstanden hat. Und es ist interessant, wie das hier entfaltet wird, auch musikalisch dann. Der Hauptgedanke, Gottes Wort, das hält, was es verspricht, darauf ist Verlass. Und alles andere ist irgendwie trügerisch, da haben wir ja selber auch erlebt, wie da manches vergänglich ist. Und darum dann in dieser Art, weg, nur weg, alles andere. Ich will mich konzentrieren auf Gottes Wort. Mich dünkt, Bach hat das auch in der Musik, diese beiden gegensätzlichen Teile dargestellt. Zuerst das gute, beglückende Gefühl, das Wort Gottes zu kennen und andererseits das Abwehren, nur mit allem anderen. Und hier setzt Bach wieder die Bratschen ein. Diesmal lässt er sie alle die gleiche Stimme spielen. Unisono heißt das. In der Weimarer Fassung waren keine Flöten dabei. Da war nur eine Sopranistin, die diesen Text dann vokal darstellte und natürlich die Bassgruppe. Und ich habe unsere 4 Bratschistinnen gebeten, in der Einführung ein bisschen dabei zu sein. Darf ich The Four Sisters herzlich willkommen heißen. Barockbratschen mit Yamaha zusammen. Hören Sie doch das Ritornell dieser Arie Nummer 4 vom Seelenschatz. Musik
Zufriedenheit. Wenn Sie die Bassbewegung hören, kleine und sehr schöne harmonische Schritte in Sequenzen, in Gängen, wie wir es immer wieder finden. Wenn wir die erste Stimme hören, den ersten Takt. Es ist spannend, es könnte sein, das wäre vielleicht eine üblichere Version, nämlich in Sequenz, aber achten Sie auf die Töne. Als ob der Augenaufschlag zu Gottes Wort wäre oder zu einem schönen Bild der Trogner Kirche. Hören Sie das doch nochmals. Ja. Und nachher ist es sehr süße Töne, alles Vorhalte. Ich kann es ohne weiteres. Ja, also, so wie das so ein bisschen gehen würde. Die Süße, was ist es? Es ist eine Berührtheit. Wir hatten letzthin ein Symposium in Basel. Ich habe mit den Studenten über das gesprochen. Und ich fragte dann die Leute, was für ein Text kommt nun? Dann sagte ein Bachkenner, das muss sicher sein, meine Seele freut sich über das Jesulein. Es wäre wirklich möglich so, das könnte eine Jesulein-Arie sein. Sie kennen die vielen Texte, diese zärtliche Beziehung der gläubigen Seele mit Jesus. Und hier ist es eben die zärtliche Art des Glaubenden mit Gottes Wort. Das finde ich schon erstaunlich. Wenn Sie jetzt nochmals diesen Klängen nachgehen, werden Sie hören, in jeder Sequenz sind andere Figuren vorhanden. Die Zufriedenheit ist die allgemeine Affektlage, aber die Details, das ist vielleicht das einzelne Wort. Gerne nochmals das Ritornell. Ein herrliches Choralvorspiel mit dieser Melodie machen. Bach hätte sich an die Orgel gesetzt und hätte das ausgeführt. Ohne Probleme. Im zweiten Teil aber geht es plötzlich zu diesem Text fort mit allen, fort nur fort. Buchstabe Gustav, hören Sie doch einmal, was die Bratschen spielen. Das ist die mittlere Stimme. Aber wir beginnen, du hast recht, wir haben abgemacht, dass wir bei 22 beginnen. Jetzt kommt das Blatt. Die Bratschen beginnen zu sprechen. Was tun sie? Sie sagen das Gleiche wie die Sopranistin, nämlich fort mit allen, fort mit allen, fort nur fort. Mein Seelenschatz ist Gottes Wort. Ich versuche die Sopranistin eine Oktave tiefer zu nehmen und ihr antwortet mir, das ist Takt 24. Ich beginne auf die 1. Fort nur fort mit allen, fort. Und dazu kommt die Bassgruppe in der unteren Zeile und macht fort mit allen, fort nur fort, fort mit allen, fort mit allen, fort nur und rutscht weg nach D-Moll. Probieren wir das zusammen zu fabrizieren. Ich beginne bei 24, ich spiele die Sopranstimme, spiele die Bassstimme und ihr die Viola-Stimme. Und 1.
Mit einem kleinen Kanon von 3 Oktaven zeigt Bach, wie dieses flüchtige Fortgehen. Wirf alles weg, was dich ablenken kann, und suche das, was eben in dieser Ruhe, nämlich Gottes Wort, drin ist. Nachher kommt ja der Choral. Ich bitt, o Herr, aus Herzensgrund, du wollst nicht von mir nehmen dein heiliges Wort aus meinem Mund. Wenn du, Karl, uns hier vielleicht noch 2, 3 Gedanken über diesen Choral geben könntest. Ja, ich finde, dieser Choral ist sehr gut ausgewählt als Schluss zu dieser Kantate. Er ist gleichsam das Siegel unter das Ganze, die Unterschrift, und schließt eigentlich mit einem Wort, das aus dem Johannesevangelium stammen könnte, wo Christus spricht: Wer mein Wort bewahrt, wird in Ewigkeit den Tod nicht schauen. So klingt's auch. Hören Sie die letzten 2 Zeilen. Wer sich nur fest darauf verlässt, der wird den Tod nicht schauen. Wie wir immer jetzt mehr gesehen haben, der Schlusschoral ist sozusagen die Zusammenfassung der Kantate. Was aber ist der Anfang der Kantate? Das ist ein Konzert für 4 Bratschen. Hören Sie doch den Anfang, das ganze erste Ritornell. Wenn Sie den Anfang auf Ihrem Blatt Buchstabe Alphons anschauen, ich möchte meinen, dass hier Bach diese Idee des Ich gebe was nach unten, es kommt wieder nach oben, ich gebe was nach unten, ganz förmlich darstellt. Sie sehen meine Wellenlinie. Bam, bam, pi, das ist ein Quintfall, der würde sonst so gehen. Din, da, ra, di, di. Er geht aber mit einer gewissen Anstrengung immer einen Ton höher. Dim, tam, pam, dim, tam, ta, dim, tam, ti, dim, tam, ta, ra, da, da, da. Vermindertes Intervall. Und ja, di, 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 da, da, di, 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 di. Vermindert der Septakkord. Sie mögen sich erinnern, ich habe Ihnen gesagt, merken Sie es doch. Was hat an einer solchen zentralen Stelle ein verminderter Septakkord zu tun? Denn das ist ein fröhlicher Text. Ich sage euch etwas und ich freue mich, wenn das Wort zurückkommt zu mir mit viel Frucht. Jetzt kommt eine Corellian Leapfrog-Figur. Sie wissen, was ein Leapfrog ist? Ein Hüpffrosch. Das ist diese Stimme, die tari plo, plop, plop, plop. Hören Sie, wie die beiden Bratschen einen verzierten korellischen Leapfrog bei Takt 5 spielen. Phrygische Kadenz, Frageschluss. Wir haben das gleiche Prinzip beim Stabat Mater. Die Mutter Gottes, die dort steht und sieht, wie ihr Sohn leidet, in Pergolesis, großartiger Vertonung. Er benutzt das. Also auch hier ein Passionsgedanke. Ich habe das Stück einmal nach C-Dur transponiert. Problemlos Fröhlichkeit, aber in Moll ist diese Traurigkeit da.
Ich zeige Ihnen noch zwei, drei Details. Wenn Sie Cäsar zum Beispiel anschauen, das ist Takt 13. Wenn wir das ganz langsam spielen könnten, miteinander hören Sie noch engere Verbindungen von Skalen, die von unten, die von oben nach unten gehen und wieder einen Sprung nehmen. 4, 5, 6, 1. Wieder der verminderte Septakkord, ständig. Es kommt dann eine Weiche bei Takt 20. Sie können bei Dora nachschauen. Könnten wir das Ritornell spielen bei 17? Bratschen übernehmen das Bassthema. Es ist ein Bassthema, das fast immer durchgeht, aber nicht immer. Es hat etwas Passacaglia-ähnliches, es hat etwas Concerto-ähnliches, es hat etwas von einer Passionsmusik zu tun und es ist doch von großem Schwung und großer Energie gehalten. Ist das nicht unglaublich, wie Bach diese verschiedenen Elemente miteinander verbindet? Das ist nicht nur ein Eingangsspiel, wo man wartet, bis der Pfarrer dann kommt und sagt, liebe Gemeinde, ich begrüße euch herzlich und wir wollen den Gottesdienst nun beginnen mit dem Lied 520. Und ich als Organist sage, ach komm, ich habe doch den Gottesdienst begonnen und vorhin waren sogar noch Glocken da. Aber hier ist es Bedeutung, es ist klare Bedeutung. Noch ein letztes Indiz für meine These. Ich weiß es nicht, ich kann Bach nicht fragen, aber ich kann versuchen, diese Idee mit meinen Musikerinnen und Musikern durchzuführen. Schauen Sie doch nach bei Eduard. Wir würden beginnen mit der Kadenz auf Takt 49. Sie klingt nämlich sehr harmlos. Eine C-Dur-Kadenz, aber die Basslinie macht ein Trugschluss. Dann denken wir doch vielleicht ein bisschen Hoffnung nach C-Dur. Aber leider geht es nicht nach C-Dur oder vielleicht Gott sei Dank. Er geht so mit verminderten Septakkorden nach E-Moll. Hören Sie doch das nochmals an. 49. 1, 2, 3. Wollen wir sie nochmals spielen? Die ist in die Hosen, ja. 49. Und. Eine sehr komplizierte Stelle und dann geht das Ritornell los und endet dann wieder in der Unisono-Fassung. Man hat den Eindruck, wir sind zurück. Karl Graf, da bist du uns nun eine Antwort schuldig. Was hat dieses Eingangsspiel für diese Kantate zu bedeuten? Wie würdest du das auslegen? Gibt es da Möglichkeiten? Eine Kurzpredigt. Eine Kürzestpredigt. Man kann sagen, die ganze Freude über das Wort Gottes, die hier zum Ausdruck kommt, die muss noch ein bisschen geklärt werden, nämlich der Apostel Paulus hat einmal gesagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt dann dort, damit die Überfülle der Kraft Gott gehört und nicht von uns stammt. Ich denke auch an das Wort aus dem Anfang des Johannesevangeliums, das Wort ward Fleisch. Also wir haben diese Botschaft eben in ganz gebrechlicher Form und dürfen uns nicht zu sehr darauf verlassen, dass sie uns immer erhalten bleibt. Und mich dünkt, das hat Bach in der Musik mit diesen Akkorden so darstellen wollen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielleicht doch noch eine Kleinigkeit. Warum Bratschen? Es ist eine einmalige Besetzung. Es ist sonst die Innenstimme. Und vielleicht, wenn sich die Innenstimme, wir wussten, Bach liebte die Bratsche, hat sie oft benutzt, die Innenstimme sich nach außen kehrt. Vielleicht ist das der Grund für diese wunderbare Zusammensetzung.